So, um allen Irrtümern vorzubeugen, ich bin nicht Dr. Cimek. Und mein Thema ist heute auch nicht die Route Steinlau. Mein Thema, was ja nicht ganz neu ist, die Krähe. Heute will ich mal der Frage nachgehen, wie bekommt eine Krähe solch einen Tupper auf? Der mechanische Widerstand ist nicht gering. Ich habe nun meine Hände zur Verfügung, um hier festzuhalten und dann den Deckel zu lösen. Diese Möglichkeit ist der Krähe nicht gegeben. Wie nun bekommt sie diesen Deckel auf? Mein Freund Gourmet hat es mir vorgemacht. Gib mal her. Also wir stellen uns jetzt mal den Schnabel einer Krähe vor und die kann nicht, wie ich das hier festhalten. Was passiert? Also es ist unmöglich für die Krähe, den Deckel zu öffnen. Aber, wohl, mein Freund Gourmet hat eine Methode entwickelt. Er nimmt seinen starken Schnabel und schlägt, das als ich das hier mache, den Deckel weg. Gleich zu sehen. Und du? Mach den Deckel auf, Digga. Na komm. Geh hin. Hopp. So, den Deckel habe ich jetzt etwas Pfeffer drauf gemacht. Ja, nun mach mal auf doch. Ja, mach auf, mein Dicker. Ja. Fein. Und dahin, zack. Das wird im losen Boden, wird das hineingewackelt quasi und etwas drüber. Eben war es ein Stab gewesen oder ein Ast.